Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Binding of Isaac Afterbirth. Ja, mir ist der Name gerade nicht eingefallen. Wir spielen Lazarus oder... Wir spielen Lazarus, ja. Eine Heatherpille hatten wir, das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Das Problem ist gerade... Ja, wir haben, wenn wir sterben, kommen wir als Lazarus 2 wieder. Eigentlich könnten wir da in dem Raum sterben. Das machen wir nach der Ebene. Wir hoffen mal, dass wir hier ein paar blaue Herzchen gedroppt bekommen. Und dann, wenn wir welche haben, dann sammeln wir sie nicht auf, sondern sterben hier auf dieser Ebene. In diesem Opferungsraum, den wir da eben gesehen haben. Und... Schön, noch ein Herzchen, das ist sehr gut. Und ja, kommt dann als Lazarus 2 wieder. Ich glaube, unser Damage wird erhöht und unsere Range. Speed weiß ich gar nicht. Okay, da ist schon mal ein blau-rotes Herzchen. Das ist gar nicht mal so bad. Das können wir gerne mitnehmen. Und ja, wir haben im ersten Itemraum gleich ein kleines Damage abgefunden. Ist gar nicht mal so bad. Obwohl wir ein Damage von 3,5... Startet Lazarus nicht mit einem Damage von 3,5? Huh. Was ist das? I wonder what that is. What it is. Ja, ich auch. Okay, wie machen wir das? Wir machen das, indem wir das hier einfach mal wegschieben. Könnten das mal nach hier oben hinschieben, dieses TNT-Fass. Das einzige TNT-Fass, was wir verschieben können. Also so ein... Ach, verdammt, man... Geh da hin. Super. Und jetzt machen wir das einfach mal kaputt. Die anderen Fässer können wir nicht verschieben. Wir haben Mr. Mega freigeschalten, okay. Und ich habe gehofft, dass hier irgendwie der super Geheimraum ist oder so. Aber ist er nicht. Und da haben wir zwei blaue Herzchen schon mal. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, wir haben jetzt schon mal drei blaue Herzchen auf jeden Fall. Das ist sehr geil. Wie gesagt, noch nicht aufheben. Hier ist noch ein blauer Stein. Mit unendlich Schlüssel. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber gut. Okay, nice. Rackman. Rackman ist ein so ziemlich nerviger Boss. Weil er halt in diesen Köpfen diese Spinnen spawnt. Und auch so einfach mal zwischendurch Spinnen spawnt. Und die sind halt einfach übel nervig zu besiegen. Oh. Vor allem, wenn wir nicht wirklich Damage haben. Wir haben halt nicht viel Damage. Genau, das meine ich. Er spawnt diese verkackten Spinnen und hat einen Homing-Shot. Okay, nice. Oh, spawn doch nicht noch mehr Spinnen. Lass lieber wieder deinen Kopf rollen. Das wäre... Danke. Weil da können wir den Kopf halt... Ja, wenn wir den Kopf angreifen, machen wir ihm Damage. Und gleichzeitig können wir den Kopf vorher zerstören, bevor die Spinne spawnt. Och, komm. Komm schon. Geh down. Nice. Nice. Okay. Oh, ich hasse diesen Boss. Er ist so nervig. Auf der ersten Ebene, ohne Damage, ey. Ah, verdammt, ich wollte gerade sagen, wir wurden noch nicht getroffen, diesen Run. Nicht mal auf der ersten Ebene. Aber das hat sich erledigt, gerade. Komm, wir besiegen jetzt erstmal ihn hier. Komm schon, nice, oh, endlich. Okay, aua. Beinahe, hä, wieso haben wir das jetzt schon gedroppt? Och, komm schon. Oh, warte, haben wir zwei Items? Okay, das gibt beides HP ab. Dann haben wir jetzt nur noch eins. Ne, wir haben beide. Geil. Das ist sehr gut. Aua. Oh, scheiße. Ups. Wieso war der auf einmal außen? War der schon die ganze Zeit außen? Ich glaube nicht, oder? Naja, okay. Wir sterben kurz im Opferungsraum. Wir gucken nochmal in den Shop rein. Ist unser Speicher schnell wieder hergestellt? Hä? Okay, ich bin verwirrt. Alles klar. Okay, gut. Okay. Dann sterben wir kurz hier in dem Raum. Warte, erstmal müssen wir... Erstmal machen wir nochmal das hier irgendwie kaputt. Man kann das treffen. Genau. Super. Okay, schade. Bekommen eine Münze, kommen als Lazarus 2 wieder, haben Glück ab, Speed. Ich glaube, das ist Shot Speed. Kriegen wir nicht Range ab? Und ein bisschen Damage ab, ja. Und jetzt können wir uns erstmal das hier holen. Dann nochmal diese beiden blauen Herzchen hier hinten.
Sehr gut. Mein Sound ist ein bisschen auf dem Ohr, ein bisschen laut. So. Oh Gott, das war knapp. Und wir können beide mitnehmen. Geil. Das ist schön, das ist sehr schön. Wieso haben wir denn zwei Items gedroppt? Wieso haben wir zwei Items gedroppt? Das wäre mal gut zu wissen. Ich will da hinten an die Kisten ran und diesen blauen Stein hier bekommen. Das heißt, wir müssen hoffen, dass wir ganz gut was an Bomben bekommen. Und wir bräuchten Schlüssel. Okay, das haben wir besiegt. Okay, nice. Schlüssel haben wir. Sehr, sehr gut. Noch ein blauer Stein. Oh, wir brauchen Bomben. Noch ein blauer Stein, Alter. Und wir bekommen Bomben. Geil. Das ist sehr geil. Noch eine Bombe wieder zurückbekommen sogar. Oh, oh. Dieser Run startet gut, Leute. Dieser Run startet gut. Okay, so. Ja, wir gehen in den Zacki-Zacki-Raum rein. So. Bekommt zwei blaue Herzchen wieder. Oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir haben ein Herzchen plus gemacht, ne? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir uns hier mit den restlichen Bomben, die wir haben, durchsprengen können, aber ich glaube schon. Ja, dann kommen wir hier lang. Hier müssen wir jetzt irgendwie hier die Bombe legen oder so. Genau. Oh, okay, sehr gut. Und eine Ranger-Pille und eine Health-Up-Pille. Die behalten wir erstmal. Die setzen wir noch nicht ein. Wir haben drei Herzchen, das dürfte eigentlich erstmal reichen. Okay. Dieser Run startet gut, Leute. Dieser Run ist sehr gut. Und noch ein AP-Upgrade. Oh, wir nehmen es mit. Meine Güte. So viele AP-Upgrades. Wir brauchen eh 7 rote Herzcontainer, ne? Damit wir Maggie freischalten. Stimmt. Ja gut, dann... Uiuiui. Knapp. Okay, erstmal die Superform besiegen. Okay, nice. Super. Und ein Schlüssel, nice. Sehr gut, wir können den Shop auschecken. Wir haben ja genug Münzen. Jetzt fehlt vielleicht noch eine Münze. Wäre ganz nett, die noch zu bekommen irgendwie. Okay, nice. Nice. Wir haben auch ganz gutes Damage an sich. Gute Tiers. Tier Rate. Bisher ist der Run eigentlich echt, echt gut. Und ich bin nicht mehr so dumm im Ausweichen. Bisher. Da ist die eine Münze, die wir bräuchten. Wenn wir jetzt keine weitere finden, dann hole ich uns die. Eieiei, noch ein blauer Stein. Das ist langsam echt krass. Also wir sind voll, was Leben angeht. Und besiegen jetzt erstmal Monstro. Das war knapp. Das war knapp. So, aber noch ein bisschen. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Damage. Also, wir haben zwar 4,2 Damage, aber das ist halt nicht die Welt, ne? Wir machen halt trotzdem relativ wenig Damage. Es reicht halt nicht, um mit Lips zu besiegen. Marms Herz zu besiegen. Noch ist es ja nicht mit Lips. Und schön, ein bisschen Speed-Up noch. Und Speed-Down gleich wieder. Okay. Schon wieder Brimstone. Ich nehme es mit, Leute. Ich kann da nicht Nein sagen. Wir kriegen noch eine Health-Abhille. Zack. Brimstone mitnehmen. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, wie cool. Wir haben nochmal Brimstone, Leute. Wir haben nochmal Brimstone. Ich sollte oben lang gehen. Vielleicht nicht getroffen werden. Aber egal. Zack. Alter. Der Run läuft sehr, sehr gut. Jetzt noch den Shop abchecken. Die ganze Kackhäufe können wir jetzt auch noch kaputt machen. Zack. Obwohl, doch, wir müssen in den Shop. Wir haben 17 Münzen. Was ist das? A pound of flesh. Potato. Oh, lol. Wir verwandeln unsere rote Herzen in einen Meat Boy? Wir können das Achievement bekommen, Leute. Wir nehmen den Schlüssel noch mit. Oh mein Gott. Es gibt ja ein Achievement, dass wir Meat Boy zusammenbauen müssen. Und mit dem Item geht das ja... Easy! Wir brauchen nur noch ein bisschen, noch ein rotes Herzchen mehr. Dann ist alles fresh. Oh, wie cool. Das freut mich sehr. Das freut mich natürlich sehr, sehr, sehr.
Schön. Hier gehen wir auch rein. Wir können es ja. Aber es hat uns halt einfach gar nichts gebracht. Wow. Okay, und jetzt wieder keinen Schaden nehmen. Wir brauchen halt trotzdem noch ein bisschen mehr Damage, ne? Wie ihr seht, also die Pilze sind echt, also, die sind echt strong. Die sind echt strong. Wir haben halt einfach nicht wirklich Damage, das ist das Problem. Zack! Okay. Die Fliege besiegen wir auch nochmal. Schade, sie hat einen Gegner gedroppt. Über dem Abgrund. Nice. Und die auch noch. Nice. Noch eine Pille. Explosive Diarrhea. Uiuiui. Book of Animals. Können wir einmal einsetzen, dann bekommen wir halt für den Raum, in dem wir sind, einen Begleiter. Bringt uns halt nur nicht so viel. Zweimal Wheel of Fortune und sprengen. Bam. Zwei Schlüssel, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Okay. Och nee. Uiuiui. Okay, nice. Nice. Hier ist auch noch... Ach, verdammt. Okay, wir haben ihn getroffen. Wie auch immer. In den Shop lohnt es sich jetzt nicht reinzugucken, denn wir haben kein Geld. Zwei Superformen, ey. Und alle auf einem Schlag. Ja, nice. Was haben wir hier? I'm excited. Ich bin begeistert. Nee, excited? Doch, excited heißt begeistert oder nicht. Was ist das denn für eine Pille? Ich weiß gar nicht, was die ganzen Pillen bringen. Hatten wir den? Ja, den Itemraum hatten wir. Da wäre dieses komische Buch drin. Was wir nicht brauchen. Weg. Und weg. Übrigens, Leute, die Anzeige unten, was die Deals angeht, ne? Die obere Anzeige ist nicht die Devil-Deal-Chance, sondern die Chance... Wow, ist der schnell! Huh! Die zeigt nur an, wie hoch die Chance ist, allgemein einen Deal zu bekommen. Das heißt, ein Deal bekommen wir zu 33% und 0% davon sind ein Angel-Deal. Alter! Okay, schön ausgewichen. Komm hoch. Nice, wir haben es besiegt. Okay. Schade, wir haben leider keinen Deal bekommen, aber wir haben ein weiteres Herz bekommen. So, eins will ich noch haben, weil ich ein Herz will ich mir aufbewahren für den Devil-Deal. Falls wir gleich wieder einen bekommen sollten. Damit wir überhaupt einen mitnehmen können, weil ich nicht unbedingt meine roten Herzchen, meine blauen Herzchen dafür opfern möchte. Truhe öffnen wir. Geld. Okay, auf der Ebene checken wir wieder den Shop ab. Der, glaube ich, ganz praktisch. Das Trinket nehmen wir mit. Das ist gar nicht mal so unschön. Okay. Da können wir nicht rein, weil wir zu viel Leben haben. Können wir vielleicht am Ende der Ebene nochmal rein? So, okay. The Sun. Setzen wir... Nee, Sun setzen wir jetzt nicht ein. Sun fügt allen Gegnern im Raum Schaden zu und deckt die Ebene auf und heilt uns. Also heilt unsere roten Herzen. Komm, zeig dich. Nice. Okay, den besiegen. Wenn wir mal mehr Damage machen würden an diesen Pilzen. Alter, wir machen ja kein Damage an den Pilzen. Also so machen wir schon ganz gut Damage, aber an den Pilzen halt nicht. Oh, das nehme ich mit. Das weiße Herzchen, ein halbes weißes Herzchen fügt sich nach einer Ebene zu einem roten Herzchen zusammen. Und wenn wir zwei weiße Herzchen aufsammeln, bekommen wir sofort... Aua, das war dumm. Das habe ich nicht erwartet. Bekommen wir sofort ein rotes Herzchen. Also zwei weiße Herzchen fügen sich auch zu einem roten Herzchen zusammen. Wir nehmen Virgo mit. Skorpion. Skorpion? War das nicht Virgo? Nee, Virgo war das andere M. Skorpion mit. Jetzt haben wir Poison Tears. Das heißt, wir vergiften die Gegner manchmal. In den Shop gehen wir auch noch rein. Oh, schade. Es ist Greed. Oh, da wurden wir zum Glück nicht getroffen. Aber das heißt, Greed kann in der Marm-Ebene nicht mehr auftauchen, in den nächsten Ebenen nicht mehr. Wir haben noch zwei Ebenen vor uns, was? Okay, wir versuchen hier mal ein bisschen durchzusprinten, damit wir vielleicht den Boss Rush erreichen könnten, denn mit unseren Item, also, okay, unser Damage ist halt ein bisschen bad, aber an sich könnten wir es packen. Dann haben wir mit Lazarus den Boss Rush schon mal hinter uns. Okay, das haben wir.
Und die beiden haben wir auch. Okay, nice. Bombe. Okay. Nice. Besiegt. Itemraum hatten wir. Shop waren wir drin. Alles klar, wir können zum Boss. Okay, wir besiegen erstmal die hier. Zack. Oh. Ich will eigentlich mit meinem Meatboy noch im Nahkampf hier ein bisschen gehen. Und eigentlich keinen Schaden kassieren, aber egal. Komm schon, nice. Wir haben ihn besiegt. Bekommen wir einen Devil Deal? Ja, wir bekommen einen Devil Deal. Range Up, das bringt bei Brimstone einfach nichts. Ein Guppy-Item, das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Und weiter in die nächste Ebene. Ach man. Das weiße Herz fügt sich zusammen und wir können XX... Oh, wir haben eine XL-Ebene. Wir setzen Sasan ein. Sehen die beiden Itemräume, wir müssen hier sogar lang. Alles klar. Die Itemräume sind beieinander. Was bringt uns das jetzt hier, einen Reroll-Automaten zu haben? Ich check es nicht. Okay, wir müssen hier lang. Wir können... Super Meat Boy freigeschaltet. Denn wir haben jetzt zweimal das eingesetzt. Und... Aua. Ja, Meat Boy läuft jetzt rum und macht dann den Gegnern Schaden. Die rote Kiste würde ich eigentlich gern haben, aber dann haben wir keinen Schlüssel mehr. Oh Gott, ich glaube, ich weiß nicht, ob Meat Boy auch Tränen schießt, aber da hat er uns gerade gerettet, der Meat Boy. Heilige Scheiße. Ja, Brimstone ist für diese Gegner hier halt übel gut. Noch mehr Schlüssel, wir könnten gleich nochmal schnell zurückgehen und die Kisten öffnen. Das würde ich eigentlich sogar ganz gerne machen. Denn in der roten Truhe könnte noch ein weiteres Guppy-Item drin sein und Guppy wäre richtig nützlich. Und wir erreichen den Boss-Rush sogar, Leute. Noch mehr Schlüssel, oh, ist das schön, ey. Ja, das machen wir auch. Wir haben genug Bomben. Okay, das war dumm. Können wir das irgendwie von hier alle drei treffen? Nein, aber die zwei. Okay, blaue Herzen, sehr schön bekommen. Blaue Herzen sind super. Da haben wir es auch schon fast wieder verloren. Und Itemraum. Spitzhacke. Nein, brauche ich nicht. TNT brauche ich auch nicht. Obwohl, das gibt einmal 5 Bomben, ne? Doch nicht, okay. Schade. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und die nehmen wir auch mit. Spider Love. Gut, wir rennen noch schnell zurück einmal. Wir haben noch 4 Minuten. Okay, wir müssen Mom besiegen. Genau, habe ich das mit dem Boss Rush schon erwähnt? Wir müssen unter 20 Minuten Mom besiegen. Dann öffnet sich noch so eine weitere Tür zum Boss Rush. Und da kommt halt eine Welle von Bossen. Vorher kann man sich ein Item... Nice. Das nehmen wir sogar mit, wir brauchen das andere Item nicht mehr. Obwohl, eigentlich, doch, wir machen es so, setzen es noch einmal ein, dann haben wir noch ein Nahkampf-Item. Und das ist gut. Ja, dann können wir noch im Nahkampf gehen. So, was haben wir hier, das machen wir. Blaues Herzchen, okay. Ist ja nur normaler Raum, kein Boss-Raum. Ja, vorher kann man sich noch Items aussuchen im Boss Rush. Und erst wenn man sich ein Item mitgenommen hat, dann kann man... Oh Gott, dann kommen die Bosse. Scheiße, wir sind... Nein, das wollte ich nicht. Okay, wir bekommen zu viel Schaden. Scheiße, wir haben noch 3 Minuten. Ich muss unbedingt... Wir müssen weiter. Oh ja, wenn die Hand... Moms Hand... Oh, blauer Stein. Ich habe keine Bombe. Wenn die Moms Hand jemanden trifft... Dann werden wir zurück an Anfang geworfen. Oh, ich will diesen Boss Rush schaffen. Besiegt. Okay, hier lang gehen. Ja. Okay, nice. Sam Battler. Und ich würde auch gleich gerne noch in den Shop gehen. Sehr gut, Batterien brauchen wir nicht. Okay, besiegen. Nice. Unendlich Schlüssel, wow. Das machen wir. Hier rein. Unendlich Schlüssel mitnehmen. Hier rein. Nehmen wir mit. Filled with Goodies. Das ist nicht irgendwie jetzt, bekommen wir glaube ich mehr Sachen gedroppt oder so. Ich weiß auch nicht alle auswendig, alle Items. Ich wusste immer fast alle, aber das ist halt Ewigkeiten her. So, und
einen Reiter besiegen. Okay, den haben wir. Nice. Okay, super. Wir bekommen Book of Revelations und nochmal einen Meat Boy. Wow. Okay, hallo Mom. Aua, ich bin voll reingerannt in den Gegner. Das war doof. Okay. Wir müssen Mom besiegen noch. Okay, aber das schaffen wir, das schaffen wir in der Zeit. Schaffen wir in der Zeit. Auf jeden Fall. Komm. Nice, wir haben's. Und wir bekommen ein HP-Upgrade, das ist sehr gut. Können in die Devil Deal. Aber, oh ja doch. Warte, wir können einmal hier dran spielen, an dem hier. Schade. Und nehmen Dark Bum mit. Rote Herzchen verwandelt Dark Bum, also sammelt Dark Bum auf. Und nach einer Zeit kriegen wir dann blaue von ihm gedroppt. Und ich weiß nicht, was die beiden Items hier bringen. Ich nehme mal das hier mit. Yo, listen. Wir haben Navi mitgenommen. Oh, nee. Oh Gott. Ja, jetzt geht's zum Boss Rush. Jetzt müssen wir den Boss Rush schaffen. Ich hoffe, wir packen ihn auch. Okay, den Engel haben wir schon mal zerstört. Oh, da hat mich der Meat Boy, also der Cube of Meat gerettet. Oder der Ball of Meat mittlerweile. Was macht Navi eigentlich? Ich weiß halt nicht, was das Item bringt. Okay, den haben wir. Und jetzt noch den Duke of Flies. Nice. Oh Gott. Da oben ist... Lol, er hat die Trollbombe ge... Oh Gott. Okay. Little Horny. Komm mal her. Genau. Oh nein. Okay. Den müssen wir von oben besiegen. Wenn er nämlich... Oh Gott. Wenn wir nämlich seitlich bei ihm stehen, dann macht er einen Brimstone. Genau. Das gleiche auch vor ihm. Aua. Oh, das ist eine miese Kombi. Das ist eine miese Kombo, Alter. Haben wir einen Homing Brimstone? Nee. Oh Gott, das war knapp. Dass wir da nicht getroffen wurden, wundert mich gerade ein bisschen. Okay. Das ist ein Easy Boss. Das ist kein Ding hier. Oh, so ein Quatschot wäre ganz geil. Wir bekommen übrigens... Oh, warte, haben wir da Cage? Ja, wir haben da Cage. Hallo, Cage. Greif mal an, Meat Boy. Greif doch an, Meat Boy. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Da war ein Stein im Weg. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Okay. Bei dem Engel müssen wir... Er schießt schräg, genau. Wenn der Engel die Flügel kreuzt, dann schießt er schräg. Wenn... Da schießt er gerade. Oh Gott, das war knapp. Kann er mal danke. Er ist tot. Oh, ei, ei, ei. Oh Gott. Moor. Den müssen wir auch noch besiegen. Komm mal her, Meat Boy. Greif mal an, genau. Das Gute ist halt, er bleibt einfach stehen. Also, dass die Gegner, die einfach an dem Fleck bleiben, die sind super. Das sind meine Lieblingsgegner. Kann man gut besiegen. Oh Mann. Ja, hier ist anstrengend. Genau. Aber der Tod ist auch noch da. Oh, gut. Sehr gut. Der Tod ist auch noch ein Reiter. Da ist er. Er verlangsamt uns. Und er kann auch so eine Sensen spawnen, wie die ihr eben schon gesehen habt. Die hat er, glaube ich, gerade gespawnt. Ja, genau. Okay, jetzt spawnt er keine Sensen mehr. Sehr gut. Aber der Boss Rush sieht gut aus. Den werden wir packen, denke ich. Oh Gott. Oh, jetzt ist scheiße, er chatscht zweimal. Ich dachte, er chatscht nur einmal. Oh Gott. Wo kommst du denn her? Könnten wir mal rote Herzchen oder so ploppen lassen? Droppen? Oh nein, Sustain. Und Widow, okay. Wow! Komm raus. Komm raus, danke. Okay, der ist besiegt. Der andere auch, okay. Oh, wie viel müssen wir noch machen? Ich weiß es nicht. Mega Fetti, nein. Aua. Oh, manchmal springt er halt übel schnell. Und manchmal lässt er sich halt übel Zeit mit dem Springen. Oh, lol. Habe ich da gerade keinen Schaden bekommen? Cool. Wieso?
Wieso habe ich keinen Schaden bekommen von den Spinnen? Ach, Spinnen machen mir keinen Schaden mehr. Wir haben ja Spider Love. Stimmt. Stimmt. Oh nee. Eigentlich will ich erst ihn besiegen, aber okay. So. Ja. Hier. Wie heißt er nochmal? So vorne. Immer wenn er oder seine kleinen Mini-Viecher, er teilt sich halt nach der Hälfte in zwei. Und wenn er oder die beiden Kleinen dann chargen auf uns, dann machen sie danach einen Brimstone. In alle Richtungen. Oh, Megamore. Oh Mann, ey. Oh Gott, da ist er. Der kleine Mini. You unlock Necropolis. Haben wir den Boss Rush? Wir haben ihn geschafft. Nice. Und wir haben einen White Shot. Ich weiß gar nicht, sieht das anders aus mit Brimstone? Nein. Wow, das hat uns jetzt wenig gebracht. Aber wir haben den Boss Rush geschafft, Leute. Und Necropolis freigeschalten. Huh. Alter, immerhin ein Erfolgserlebnis in diesem Part. Nach einem... Oh, wir haben wieder Curse of the XXL. Curse of the Labyrinth. XL-Ebene. Das heißt, wir brauchen auf dieser Ebene unbedingt blaue Steine. Wir haben keine Bomben. Wir brauchen irgendwie HP-Upgrade oder blaue Herzchen oder so. Irgendwas brauchen wir. Bomben, okay. So, jetzt kann ich gucken, ob hier ein blauer Stein war. Nein. Hier auch nicht. Oh, zweimal Loki, ey. Also, zweimal halber Loki. Okay, den haben wir. Schön. Also, dadurch, dass wir Brimstone haben, machen wir halt echt gut Damage. Also, weil wir Brimstone haben, können wir halt die Chance haben, hier irgendwas zu packen. Das ist sehr gut. Oh Gott. Bombe und Schlüssel. Will haben. Das Geld will ich eigentlich auch noch haben. Das, aua, fuck. Genau, Dark Bomb, heb auf. Oh Mann, blauer Stein, blauer Stein, blauer Stein, irgendwie. Nein, oh Mann. Hier auch nicht, aber wir öffnen die Kiste mal. Wieso verschwende ich dafür eine Bombe? Das ist total dumm. Okay, wir haben sie wiederbekommen. Wir müssen halt hoffen, dass wir irgend... Das war dumm. Wir haben uns ein blaues Herzchen wiederbekommen. Okay, warten. Und schnell rüber. Oh Gott, oh Gott. Huh. Da oben sind noch mehr Bomben in dem Raum. Wie? Warte, was? Ah ne, das sind die Trollbomben, ne? Ne, noch eine Bombe. Hä? Hab ich die vergessen mitzunehmen? Okay. Oh. Ah, kacke, ich bin nicht ausgewichen. Okay, komm, Dark Bomb, hebt. Nice, blaues Herzchen. Oh. Wir brauchen ganz viele rote und blaue Herzchen. HP-Upgrades ist auch okay, nehme ich auch gern mit. Oh nein. Oh, ich hasse diese Augen, ey. Diese Augen sind so schlimm. So schlimm, so schlimm. Die Augen sind so schlimm. Uiuiui. Was ist das? Hands up! Nice! Ach nee. Eigentlich ist das eine Health-Down-Pille. Aber da wir kein Herzchen haben, wird sie zu Health Up. Weil Health Up hatten wir ja schon gefunden. Aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar rote Herzchen. Die ich auch mitnehmen kann. Danke. Eins reicht erstmal. Okay. Nice. Und er stirbt selber. Okay, das ist Speed Up. Speed Up nehme ich auch gern mit. Das öffnen wir. Kann Dark Bomb aufheben. Oh Gott. Ui, ui, ui. Da war ich gerade ein bisschen in die Enge getrieben worden. Okay. Wer kommt jetzt? Loki. Gegen dich haben wir eben schon gekämpft. Beziehungsweise gegen zwei Hälften von dir. Okay, nice besiegt. Und Chubby kommt noch. Wir haben goldene Schlüssel? Schön. Das heißt, wir verschwenden keine Schlüssel. Oi, oi, oi. Also jetzt sieht unser Leben nicht mehr so geil aus, aber wir haben noch die Chance, wiederbelebt zu werden durch Guppys Collar. Also durch das Halsband. Das ist ganz praktisch eigentlich. Oh, ich hoffe, dass wir eine goldene Kiste droppen und da Cricket's Head drin ist. Cricket's Head wäre super.
Oh nein. Nein, scheiße. Ich habe die Tränen nicht gesehen. Okay. Oh. Geh weg. Geh weg. Okay. Ein Kackhäufchen. Können rote Herzchen drin sein? Oder blaue? Hallo. Oh. Okay. Können wir mal irgendwie einen blauen Stein oder so finden? Wir haben jetzt so viele Bomben. So viele Bomben. Oh Gott, oh Gott. Ja, gut, das erledigt Meat Boy. Sehr, sehr geil. Meat Boy ist super. Meat Boy ist schon strong. Okay. Zwei Bomben. Könnte hier der super Geheimraum sein? Ja, ist er sogar. Lol. Oh, nice. Das nehmen wir mit. Jetzt müssen wir nur... Da. Die Hand besiegen. Hanged Man. Okay, das ist gut. Wir haben die Chance zu fliegen in einem Raum. Die nehmen wir erstmal mit, die Karte. Ist hier vielleicht der normale Geheimraum? Nein, ist hier vielleicht der normale Geheimraum? Ja, okay, dann haben wir das auch schon mal abgehakt. Normalen Geheimraum und super Geheimraum gefunden. Oh Mann. Okay. Okay. Oh Gott, oh, okay. Ich hab mich da schon getroffen gesehen. Wir könnten Gabi Spawn einsetzen, um... Ach, da kommen wir nicht rüber, scheiße. Um... Nehmen wir den Namen nicht ein. Genau, rote Herzchen in drei blaue zu verwandeln. Oh Gottchen. Okay, den haben wir. Uhu! Dass ich da nicht getroffen wurde, Alter. Okay, zwei rote Herzchen. Komm, Dark Bang, nimm sie. Gut, dass ich Dark Bang mitgenommen habe, Alter. Ohne Witz. Au. Oh Mann. Oh Gott. Stimmt, die schießen ja. Okay, ersten. Nein, der rote. Alter. Als ob der rote Kackhaufen genau in dem Moment wieder gespawnt ist. Zack. Oh, Kacke. Okay, wir müssen, glaube ich, gleich auf jeden Fall. Nein! Wir müssen die roten Herzchen gleich verwandeln. Was ist das, ey? Und dann werde ich... Ich werde die ganze Zeit nicht getroffen, ne? Und dann in so einem Kackraum nochmal. Explosive Diarrhea. Brauchen wir nicht. Wir haben halt nicht unbedingt Damage. Das ist unser Problem. Oh Gott, oh Gott. Die Stacheln sind weg, stimmt. Was haben wir hier? Die, okay. Ich clear noch die komplette Ebene, Leute. Ich clear noch die komplette Ebene. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwo rote Herzchen herbekommen oder so. Liberty Cap. Wir könnten hoffen, dass wir bei Mom einen guten Effekt bekommen. Wir bekommen random Pilzeffekt. Pilzeffekte. In einem Raum. Okay. Amnesia, oh Mann, oh Mann. Speed up. Ich glaube in dem... Ja, jetzt haben wir zum Beispiel Damage up, glaube ich, bekommen. Oder? Nee. Warte, was haben wir bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Blauer Stein. Nein. Mahan. So, hier waren wir schon, ne? Genau. Müssen wir jetzt hoch... Oh, hoch, hoch. Hier lang. Nochmal hoch. Nochmal hoch. Und hier hatten wir den Raum rechts noch nicht, ne? Genau. Okay, Leute. Oh Gott, oh Gott. Ein blauer Stein noch irgendwie. Wir müssen, glaube ich, Spawn erstmal einsetzen. Vorsichtshalber. Und jetzt darf ich nicht dumm irgendwo reinrennen. Das da. Super. Hier ist nichts, okay. Hier ist auch nichts, okay. Stacheln, die schon weg sind. Hier ist nichts und hier unten sind die Bosse. Genau. Erstmal den Tod bekämpfen. Okay. Oh! Ich will erstmal das Pferdchen hier besiegen, danke. Okay, dann haben wir noch einen Cube of Meat. Das heißt, wir haben noch einen zweiten Meat Boy, der hier rumläuft.
und vielleicht mal ums Herz angreift. Oh Gott. Nein. Ich hab schon auf jeden Fall einen Namen für den Part, ey. Endlich! Weil bisher sieht's ganz gut aus eigentlich. Okay. Okay. Ihr beiden Meatboys könntet da eigentlich gerne mal hingehen. Oh Mann. Gut, dass ich heute diesmal schnell bin. Oh geil, wir haben es geschafft, endlich. Endlich haben wir Moms Herz besiegt. Und jetzt könnten wir den Run halt entweder beenden oder weitergehen zu Satan. Und wir versuchen noch Satan zu machen. Ich meine, wir haben es ja immerhin schon geschafft, Moms Herz zu besiegen. Und wir haben Eden bekommen, genau. Und dann können wir auch versuchen, noch Satan zu machen. Oh Gott, diese Augen sind so kacke. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht. Das ist ein Kampfraum, den machen wir. Als ob. Als ob. Wir haben Tami's Head. Und das ist mit Brimstone, wie ihr gerade gesehen habt, einfach eine super geile Combo, Alter. Zwei Monstros. Eieiei, du willst mich verarschen, oder? Aber mit Brimstone geht das eigentlich. Okay. Nice. Oh mein Gott, Alter. Wir haben Tami's Head gefunden. Das übel krasse daran ist halt, dass wir das jeden Raum aufgeladen bekommen. Ups. Ah, es ist so dunkel. Zack, besiegt. Zack, alles besiegt. Ist halt übel gut. Blaue Herzchen, komm schon. Duckbam, ja. Okay, eine Spinne. Aber eine freundliche Spinne. Besiegt. Alles besiegt. Zwei blaue Herzchen, oh mein Gott. Okay, aufpassen. Blaues Herzchen. Oh, jetzt läuft's aber richtig gut bei uns, ey. Jetzt läuft es richtig gut bei uns. Oh, das ist ein schöner Run. Gut, dass ich Brimstone mitgenommen habe. Ich war nämlich erst am Überlegen, ob ich es nicht mitnehme. Weil, ich weiß nicht. Irgendwie wollte ich es nicht mitnehmen erst. Wir setzen hier Hangman, glaube ich, ein. Aber erst nachdem wir die Ebene geklärt haben. Magician. Oh, das nehmen wir dann mit zu Satan mit. Oh ja, oh ja. Oh ja. So. So. Oh, das ist eine Spinne. Okay. Nein, okay. Da habe ich Tami's Head ein bisschen verschwendet. So knapp. Wo ist der letzte Geist? Da ist noch ein Geist, okay. Und Moment mal eben. Options. Ich mach mal die Gamma für euch auch ein bisschen hoch. Ich glaube, so erkennt ihr ganz gut was, oder? So erkenne ich auf jeden Fall ganz gut was. Also müsstet ihr ja auch was erkennen. Njom. Das nehmen wir mit. Wir könnten das dann nämlich gleich noch in blaue Herzchen verwandeln. Durch Gabi's Paw. Wir haben Kane. Nice. Oh, das ist ein super geiler Run, Alter. Das ist ein richtig, richtig geiler Run. Ist hier vielleicht... Nein, der Geheimraum kann nicht neben dem Boss sein. Ich denke, der Geheimraum ist da oben. Eieiei. Range Up. Wow. Bringt so viel. Mit Brimstone. Oh Gott, okay. Nice. Sehr gut. Okay, dann könnten wir erstmal gucken, ob hier oben der Geheimraum ist. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesprengt habe. Ich probiere es nochmal von hier. Okay, und dann gehen wir erstmal kurz in den Zacki-Zacki-Raum. Zack. Zwei Pillen, Amnesia. Okay, das war vielleicht dumm einzusetzen, aber okay. Und nehmen wir Magician mit. Hier könnte der Geheimraum noch sein, glaube ich. Ja. Was ist das? Gain more friends? Ich guck mal gleich, was das ist. Ich nehme auf jeden Fall Tami's Head mit, aber... Ach, spawn Spin, wie es aussieht. Ha, okay. Aber das brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier hin. Eben gab ich Spawn.
Zack. Und dürften Satan jetzt eigentlich packen. Wir haben genug Leben. Wir haben ganz gut Damage. Wir haben Tamiset. Eigentlich ist das sicher, dass wir das schaffen. Wenn ich halt nicht zu dumm bin. Ich könnte noch hier den Supergeheimraum suchen. Oder hier. Nee, okay. Dann weiß ich auch nicht, wo er sein könnte. So, ich glaube, jetzt eine Bombe legen? Nee, viel zu früh. Hier setze ich noch nicht Tamiset ein. Oh Gott. Okay, das war knapp. Das war dumm. Aber egal. Hier setze ich Tamiset ein. Damit wir die Form von Satan instant besiegen. Warum habe ich Magician vorher nicht eingesetzt? Ich weiß es nicht. Ja, das ist Satan. Er hat drei Formen. Erst so vor allem besiegen, dann Satan an sich und dann nochmal Satan zu Füße. Diese Füße, die er stampft, genauso wie Mams Fuß, die zählen übrigens als Explosionsschaden. Das heißt, wenn ihr ein Item habt, das euch vor Explosionen schützt, dann kriegt ihr dadurch keinen Schaden. Und das ist doch mal ein schöner Run, oder nicht? Nice! Oh, wir haben endlich mal einen Run geschafft, Leute! Wir haben endlich mal einen Run geschafft! Wir haben den Boss Rush geschafft. Wir haben Mams Herz besiegt. Und wir haben Satan gemacht. Und wir hatten die beste Kombo. Oder die geilste, meiner Meinung nach, geilste Kombo. Obwohl, nein, die geilste nicht, aber eine der geilsten Kombos. Brimstone und Tamis Head. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Broken Ankh heißt Peter in the Basement. Judas, ja! Stimmt, wir haben jetzt Judas freigeschalten. Und einen Teil des Negativs gesammelt. Wir müssen, glaube ich, 6 Teile sammeln, wie es aussieht. Nicht 5. Ja, 6 Teile. 6-mal Satan besiegen. Und wir haben den Run gerade mit Lazarus gemacht, ne? Da seht ihr es. Oben links im Zettel. Oh, schön. Genau. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.